Hallo und herzlich willkommen. Thema Bloodshed Harbor. Ihr müsst diesen Boss hier killen, damit hinten eine Brücke runtergeht, damit wir erstmal den Dragon Jump benutzen können. Dann lauft ihr einfach entlang, macht ein bisschen den Trash kaputt und später zeige ich euch dann, wie man relativ viel Trash skippt. Ich gehe mit euch mal die ganzen Bosse durch und ja, so im Allgemeinen. Und jetzt schau, die sind ein bisschen durchgelaufen und da hinten einfach den Dragon Jump benutzen. Dann jetzt oben entlang laufen, den ganzen Trash niedermachen. Genau, dann sind wir hier. Und ab jetzt wird es interessant, wenn wir dann jetzt gleich um die Ecke gehen. Dann bewegen wir uns. Ah, müssen erstmal den Typen hier kaputt machen, dann kommen ein paar Fische. So. Genau. Jetzt können wir da links die Kisten hochlaufen. Anstatt diese ganzen Mobs zu killen. Wir haben ein paar Randoms dabei, deswegen haben wir das jetzt noch gemacht, aber das muss man eigentlich nicht machen. Die Kiste da hoch, dann die nächste Kiste hoch. Und da jetzt einfach, ja gut, da habe ich jetzt gefailt. Normalerweise würdet ihr jetzt einfach die Wand hochlaufen. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Muss hier aus dem Kampf raus. Genau. Jetzt da einfach die Wand hochlaufen. Da runterspringen. Und schon seid ihr beim ersten Boss. Geht relativ fix. Der Boss, ja, er kann nicht sonderlich viel. Der hat so ein Gebrüll, da müsst ihr einen Defensiv-Cooldown ja, dafür zünden. Ansonsten geht er nach einer Zeit, fängt er zu schreien an und bewegt sich so nach oben. Genau, die Phase haben wir jetzt erreicht. Da liegen überall Harpunen rum und damit schießt er einfach auf den Boss. Bis das hier kommt, dann legt ihr die Harpune weg und weicht aus. Einfach mit Doppelsprung nach hinten oder sonst irgendwas. Sobald ihr euch anvisiert, habt ihr so ein kleines rotes Ding unter euch. Und ansonsten einfach kaputt machen. Da habt ihr jetzt gesehen, da war der Schrei. Ich bin nicht ausgewichen. Ja, war nicht smart von mir. Hätte ich dafür irgendeinen Cooldown zünden können. Dann gehen wir ganz normal weiter. Das war der erste Boss. Insgesamt gibt's vier. Genau, hier hinten einfach nach links laufen. Die Tür ist normalerweise zu, diese Holztür. Brauchen wir aber auch eigentlich gar nicht aufmachen, weil wir laufen da die Wand hoch. Und fliegen einfach bis zur nächsten Holztür durch, machen die Holztür kaputt. Laufen einfach weiter. Hier killen wir ein paar Mobs. Dann laufen wir rechts an der Seite entlang. Gehen da hoch, genau, und dann fliegen wir da einfach runter und machen da ja, den letzten Trash noch. Und dann sind wir schon. Ah, gut, jetzt bin ich gestorben. Dann sind wir schon beim zweiten Boss. Der Typ hat eigentlich nur einfach sehr viel Leben. Und der haut immer wieder auf den Boden so ein bisschen. Das wird euch aber auch angezeigt, da müsst ihr dann einfach Leertaste drücken oder halt irgendeine Fähigkeit, mit der ihr ausweichen könnt. Ich habe es ein paar Mal nicht gemacht, einfach weil ich geschlafen habe, aber am Anfang, wie ihr jetzt seht, ja. Es kommen immer wieder diese komischen ja, Propellerviecher, die machen verdammt viel Schaden. Einfach ausweichen, wenn es geht, versucht auszuweichen. Bei mir ist es nicht so schlimm, wir haben ein bisschen Heal dabei. Aber ja, so low wie ich war. Wäre ich ein bisschen mehr ausgewichen, also hätten wir keinen Heal dabei, wäre ich locker gestorben. Da müsst ihr einfach ein bisschen mehr ausweichen. Ja, generell auf die Bodeneffekte und so weiter aufpassen. Der Boss hat, glaube ich, sogar gar keine Zeitbeschränkung. Ja. Als nächstes, da lauft er einfach ganz normal durch, da könnt ihr nicht viel machen, gibt es halt nicht wirklich was zum Skippen. Das sind zwei Bosse, die nächsten Bosse. Die müssen gleichzeitig sterben, weil wenn sie das nicht tun, regenerieren sie sich. Also Anführungszeichen gleichzeitig, die müssen im Abstand, glaube ich, also die müssen innerhalb von 20 Sekunden tot sein. Also sobald die erste fällt, muss die nächste innerhalb von 20 Sekunden getötet werden, weil es sonst einfach wieder mit halbem Leben aufsteht. Das sind Eis- und Feuermage, da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, ein bisschen ausweichen. Aber die sind eigentlich relativ easy, die haben auch relativ wenig Leben. Die machen nur eigentlich ja, ganz gut Schaden. Und haben relativ lange AOE-Felder. Es dauert ein bisschen, bis sie ausgelöst werden. Da könnt ihr euch dann ein bisschen Zeit lassen. So. Jetzt haben wir hier unten eine Mechanik. Wenn wir dann nach unten gehen, das sind so zwei solche Hebel. Damit holt ihr solche Roboter, die sich irgendwie in die Luft jagen, beziehungsweise mit euch kämpfen. Und hier hinten, jetzt direkt unter uns.
Ich drehe mich gleich mal. Genau, hier hinten müsst ihr eigentlich kämpfen, die ganze Zeit nur die Wellen bekämpfen. Hier könnt ihr euch die ganze Zeit Unterstützung holen und irgendwann, wenn ihr dann den letzten Boss besiegt habt, geht die Brücke runter. Und dann könnt ihr schon weiterlaufen. Ab hier gibt es auch nicht mehr viel Trash zu skippen. Das dauert einfach ein bisschen. Einfach alle nach vorne stellen. Einer bleibt hier hinten, bedient die ganze Zeit die Schalter. Ihr könnt auch einfach der Rest halt einfach nach vorne laufen und die ganze Zeit draufhauen. Geht am schnellsten. So, jetzt haben wir ihn besiegt. Jetzt ist die Brücke runtergegangen. Da fliegt er jetzt einfach. Das ist ein relativ langer Weg. So, und da unten sind jetzt. Ja, die müsst ihr besiegen, damit die Tür aufgeht. Jetzt kommen da noch so ein paar Holzpuppen. Da müsst ihr aufpassen, die machen verdammt viel Schaden. Wenn ihr nicht viel aushaltet, dann versucht ihr nicht die Akku von denen zu ja, kriegen, indem ihr als Erster reinlauft. Ansonsten hier ist ein bisschen Trash. Gibt es nicht viel zu sagen. Da hinten sind jetzt so zwei solche Mini-Bosse, so Champions. Genau, habt ihr jetzt gesehen, habt da mal ein bisschen Feuer. Nicht reinlaufen, das macht verdammt viel Schaden. Ihr habt gesehen, ich habe verdammt viel Leben verloren. Und dann seid ihr jetzt auch schon beim Endboss. Der Endboss ist eigentlich ja, verdammt cool gestaltet. Der ruft so den Schatten herbei nach einer Zeit. Der pfeift da so. Und der Typ kann Faustwirbel. Den müsst ihr nicht besiegen, einfach ignorieren und dem Faustwirbel ausweichen. Der macht relativ viel Schaden. Seinen AOE-Feldern ausweichen. Das eine davon ist zum Beispiel so rot. Da ist auf dem Boden und kommt ja, so ein roter Kreis. Genau, den weicht er aus. Jetzt schaut, jetzt hat er seinen Schatten gerufen. Der müsste jetzt gleich runterkommen. Genau, der Faustwirbel da die ganze Zeit durch. Einfach ignorieren, der geht nach einer Zeit wieder weg. So, und irgendwann fängt er an mit diesem Eiszeug. Lasst euch davon nicht treffen, das macht verdammt viel Schaden. Lauft da lieber ein bisschen außen rum, das macht er dreimal hintereinander. Lauft da lieber ein bisschen außen rum an der Seite, wenn ihr nicht viel Leben habt, und geht dann wieder rein, weil er macht jetzt die ganze Zeit Eisfelder, dann diese Bodenvoid, Eisfelder, Bosenvoid, Eisfelder, dann wieder diese Bodenvoid und so weiter, bis er stirbt. Ja, das war im Großen und Ganzen der Haft.